Jetzt machen wir noch ganz kurz, 3 Minuten oder so, unsere merkwürdige Atemübung. Ne, positive Verstärkung. Hinsetzen, so dass ihr denkt, das ist gut. Ne? Frei atmen. Wenn es geht, also wenn ihr das schon kennt, Bauch atmen, Brust, oberer Bereich ein und von oben Mitte, Bauch wieder aus. Nichts forcieren, wenn das für euch neu ist, dann achtet nur drauf, wie atmet ihr überhaupt. Atmet ihr überhaupt? Ja. Macht euch da gar keine Gedanken drüber, ob ihr das jetzt willentlich herbeiführt oder nicht. Und wenn es willentlich ist, dann ist es halt willentlich. Ja. Und nicht jetzt keine großen Verkrampfungen draus machen. Also ihr wisst, das wäre gut, also dass der Bauch ein bisschen rauskommt beim Atmen. Ihr merkt das selber, wenn das vollständiger wird, dann wird der Geist freier von selber. Also der Ansatz ist auch ein anderer. Es ist also nicht, ich muss jetzt das und das und schieben und nein. Sondern mitkriegen, oh, das war jetzt netter. Oh, gut, das behalte ich. Ja. Oh, das war jetzt noch freier. Ich habe es gemerkt. Das ist richtig so ein frei, oberen Bereich frei. Der Bauch ist auch rausgekommen und so. Also diese positive Verstärkung ist wichtig. Das geht nämlich viel schneller, das Lernen. Macht mehr Spaß, geht schneller. Und wenn ihr da schon länger bei seid, also wenn das quasi für euch jetzt schon so eine Alltagsgeschichte ist, ja klar, Flaschenatmen mache ich jetzt schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren und Bauchatmen klappt auch, dann könnt ihr euch noch so einen Atemrhythmus angewöhnen. Ich kann euch empfehlen, das 4774, das ist leider durch dieses kölnische Wasser, das können sich die Leute mehr merken, das ist aber nicht das, was man eigentlich vermitteln wollte. Das ist anscheinend auch noch eine Demonstration oder was? Also ich bin hier gerade in Köpenick und Köpenick ist einer der rechtesten Stadtteile in Berlin leider. Einer der Gründe, warum ich das hier mache, um halt zu zeigen, das geht auch unangestrengt. Vollständig atmen, vollständig atmen. Also ihr merkt, so fange ich manchmal auch meine Meditation dann an, also meine Sitzung. Ja, dann wird das wird halt vom Groben zum Feinen. Ne? Erst dieser Atemrhythmus, der ist sehr Energie, gebend, aber auch beruhigend. Ist das 4 einatmen, 7 halten, 7 ausatmen, 4 halten. Also 4, 7, 7, 4. Und Boxatmen geht auch. Also einfach gleich. Einatmen genauso lange wie Pause, wie ausatmen, wie Pause, wie ein. Also ihr könnt genauso lang machen, damit das lässt sich einfacher merken. Auch da ist es gut festzustellen, wie wirkt das auf mich, wenn ich so verschiedene Atemrichtungen mache. Es gibt auch verschiedene Apps, Android und für iPhone.
denke, das war's. Jetzt sammeln wir noch das Qi ein. Mitmachen entwickelt, kultiviert euer inneres Lächeln, das Äußere auch. Ne?